1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal in Kooperation mit Kraken Wargames und Games Island. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Ich bin Gregor und heute haben wir eine weitere Why is it cool Folge zu den Orks, dieses Mal zu den Goths, den Traditionalisten, den Konservativen unter den Ork-Clans. Konservativ allerdings nicht im Sinne der Snakebites, im Sinne von, wir brauchen keine moderne Technologie und das ist eigentlich alles doof, lass uns Wildschweine reiten und mit Speeren werfen, sondern Traditionalisten im Sinne von, wir brauchen den ganzen fancy, schicken Kram eigentlich nicht. Was sollen wir damit? Das Wichtigste ist doch, dass wir auf den Gegner los können. Goths, im ersten Moment, also ich habe damals, als ich die Goths, glaube ich, das erste Mal entdeckt, habe ich gesagt, okay, das klingt komisch, tragen alle schwarz. Es hat bei mir einen Moment gedauert, dass das die Anspielung auf die Gothics ist, also praktisch die Goth-Szene. Wird natürlich anders geschrieben als der Ork-Clan Goth. Und die Jungs tragen genau wie Goths komplett schwarz, vorrangig. Verzierung, höchstens mal ein Karo-Muster oder ein Muster mit weißen Dreiecken. Und ansonsten Tarnmuster, bunte Farben und sowas. Halten Goths für unorgig. Sind der Meinung, nee, braucht man nicht. Man verschwendet viel zu viel Zeit damit, Ausrüstung bunt zu machen oder anzumalen. Könnte man viel besser damit verbringen, sich zu prügeln. Damit sind wir auch schon bei einem der Kernthemen von Orks im Allgemeinen und Goths im Speziellen, Keilerei. Für Goths braucht es noch weniger, um eine Schlägerei anzuzetteln, als für jeden anderen Ork. Da reicht der falsche Blick in Richtung eines Goth-Boys und die Sache eskaliert. Und den Goths ist auch völlig egal, warum das jetzt eskaliert. Hauptsache, man kann sich rumprügeln. Sorgt dafür, dass ihre Schlachtfeldtaktiken im Normalfall auch genauso aussehen. Ein Goth rennt in eine bestimmte Richtung. Ja, dann muss wohl am anderen Ende seiner Laufstrecke irgendwas sein, was man angreifen kann. Also rennen alle anderen Goths hinterher. Und Goths sparen sich in den meisten Fällen auch alles Mögliche an Fahrzeugen, jetzt mal abgesehen von Trucks, weil Trucks einfach nur dafür sorgen, dass sie schneller an den Feind kommen. Das Imperium vermutet eigentlich, dass diese Massenangriffe von einfacher Infanterie eine gezielte Taktik sind, nämlich um einfach die Verteidiger zu überrollen mit der Masse an Zielen. Aber soweit denken Goths gar nicht. Für Goths ist einfach nur, da ist der Feind drauf. Und da ein Großteil der praktisch Goths, ein Großteil der Sporen der Orks neue Goths hervorbringen, sind sie auch einer der zahlenstärksten Clans. Es gibt keinen Ork-War, der nicht zu einem hohen, hohen Anteil aus Goths besteht. Natürlich haben die auch ihre Mac-Boys, ihre Weird-Boys etc. Aber Goths stellen Infanterie. Die stellen eher selten Panzerbesatzungen. Und Goths stellen allerdings einen sehr hohen Anteil der Herrscherkaste unter den Orks. Das bedeutet, viele Warbosse, viele Nobs etc. sind Goths, was primär daran liegt, dass Goths selbst unter den Orks als die besten Nahkämpfer gelten und dadurch natürlich auch Ork-intern sehr, sehr schnell und sehr, sehr häufig einfach Schädel einschlagen, um ihren Herrschaftsanspruch zu untermauern. Sorgt dafür, dass die meisten Orks sich unterordnen und sorgt dafür, dass viele sehr, sehr erfolgreiche Warbosse aus den Reihen der Goths stammen. Gaskul Mac-Urk-Thraka ist natürlich das berühmteste Beispiel, denn auch der entstammt den Goths und war ursprünglich auch nur so ein einfacher Goth-Boy, bis er sich eine Kugel in den Schädel eingefangen hat und seitdem ja Visionen hat. Face Ripper ist nochmal so ein anderes Beispiel für einen sehr, sehr erfolgreichen und völlig durchgeknallten Ork-Warboss, vor dem sogar seine eigenen Leute Angst haben, wie man hinzufügen muss. Und das ist ja schon etwas, wo man sagt, Orks, die vor etwas Angst haben, gut, sie würden das nie zugeben, das ist ungewöhnlich und das ist relativ selten, würde ich sagen. Es gibt verschiedene Ansätze, wo ich sage, Goths sind für mich so ein bisschen das Rückgrat, wenn man eine Ork-Armee spielen will. Also klar, man kann natürlich gezielt Heizerkulte spielen, man kann gezielt Snakebite-Schweinereiter-Armeen spielen und sowas. Keine Ahnung, ob das Turnier legal wäre, aber theoretisch machbar. Aber Goths sind für mich so das, was Warhammer 40k Orks im Kern ausmacht. Ich bin ein Stückchen vorbelastet, denn die
erste auf Deutsch erschienene 40k Starterbox, nämlich aus der zweiten Edition, enthielt neben 20 Space Marines auch 40 Gretchens, heutzutage Kreuz genannt, und 20 Goffs. Monopose, damals noch ein bisschen knuffig aussehend, Axt und Boltpistole in der Hand, Hörnerhelm, denn Hörnerhelme sind bei Goffs extrem beliebt. Sie führen eine gewisse Seelenverwandtschaft zu übellaunigen, schlecht riechenden und temperamentvollen Rindviechern. Abgesehen davon, Hörner am Helm sind großartig für wirkungsstarke Headbutts. Und irgendwie gehören dadurch, also durch diese, ja, auch Nostalgie bei mir, gehören Goffs für mich immer in eine Ork-Armee rein. Das ist für mich immer so ein Ding, wo ich sage, wenn die nicht dabei sind, fehlt mir was. Es ist nicht, dass dann eine Armee schlechter ist, spielerisch, visuell etc., sondern einfach so, zu einem Ork-War gehören für mich Goffs dazu. Diese Welle von am Ende simpel zu bemalen, weil keine bunten Farbmischungen, keine Tarnmuster, also simpel zu bemalenden Infanterie-Blobs, die einfach alles überrollen. Diese grüne Flut, Goffs sind eigentlich das, was das ausmacht. Diese Horde von Orks, die einfach über alles drüber rennen, der Gegner kann sie eigentlich nicht aufhalten, weil es viel zu viele sind, um sie alle zu erschießen. Und das ist für mich so ein großartiger Faktor, den den Goffs zu einem Kernthema machen. Das Witzige an der Sache ist, Goffs sorgen regelmäßig dafür mit ihren Prügeleien, dass andere Ork-Clans auf ihre Schlägereien wetten und um Zähne wetten. Das sehen Goffs jetzt nicht unbedingt problematisch und sagen, ja, ist schon okay, aber wichtig ist für sie, prügelst dich nicht nur, wenn es darum geht, Zähne zu gewinnen, sondern du musst jederzeit bereit sein, auch für laue Gesichter abzureißen, Schädel einzuschlagen und dich zu prügeln. Und das ist das, was für mich Goffs ausmacht, was sie spannend macht, sie sind die orkigsten Orks von allen. Und damit eben auch das, was ich am Anfang sagte, die Traditionalisten. Die jetzt sagen, der ganze Fancy-Kram ist nett, ihn zu haben, aber wir brauchen ihn nicht. Wir sind Orks und Orks gehen auf den Gegner los, haben eine Axt in der Hand, haben eine Knarre und dann gib ihm. Und alles andere ist eigentlich Sugarcoating. Das ist es, was für Orks, speziell die Goffs für mich ausmacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein paar Clans haben wir ja noch offen. Mal schauen, was dann als nächstes bei uns auf dem Kanal läuft. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.